So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Webinar bezüglich der Amazon-Umstellung, das heute relativ spontan um 12 Uhr jetzt beginnt. Ich würde erstmal vorneweg wie immer fragen, ob man mich soweit gut versteht. Ich gehe davon aus, dass soweit alles passt. Ich aktiviere es eben gerade noch die Bildschirmfreigabe. Und somit ist ab sofort entsprechende Freigabe auch aktiv. Sie müssten somit jetzt alles sehen und entsprechend mich auch hören. Es geht ja entsprechend darum, dass Amazon an der Stelle jetzt zu gestern diese Freigabe bezüglich des Amazon-Käufer-E-Mail-Postfachs freigeschalten hat, was dafür sorgt, dass der Kunde halt separat nochmal in Amazon ein eigenes Postfach hat, wo er dann nochmal E-Mails, zum Beispiel Rechnungen einsehen kann. Und Amazon erlaubt die Nutzung des Kontos halt nur, wenn der Kunde sie sozusagen als Händler freigibt vorher. Am Ende des Tages ist es so, dass jetzt alle wichtigen Nachrichten, also Rechnungs-E-Mails zum Beispiel, einfach den Präfix Rechnung benötigen, um das Ganze jetzt möglichst kurzfristig und schnell bei Amazon lösen zu können, damit die Rechnungen auch weiterhin den Kunden erreichen, empfehlen wir über die Konfiguration Einstellungen hier unten auf den Bereich zu klicken, Rechnung, Mahnung und Lieferschein Angebot bearbeiten. Und damit kommt es dann in die Rechnungsvorlage selbst rein. In der Rechnungsvorlage selbst können Sie über die sogenannten Vorlagentitel länderspezifische Vorlagen bauen. Diese Vorlagen greifen dann über die bisherige Länderauswahl die Rechnungsadresse ab und senden dann halt jeweils dynamisch an das jeweilige Rechnungsland gekoppelt die passende Rechnungsvorlage ab. Ich habe jetzt hier, wie Sie sehen, noch keinerlei Vorlage angepasst. Das heißt, es ist die Systemvorlage, die wir entsprechend alle aus unserem Afterpay-Account kennen. Und Sie müssten einfach dann hier oben den Vorlagentitel nach Ihrem Wunsch anpassen. In unserem Fall zum Beispiel tragen wir hier eine Rechnung Deutschland. Und dann hier selber den Betreff eintragen. In unserem Falle dann halt diesen von Amazon gewünschten Präfix mit wichtig. Dann halt Ihr Einkauf bei, dann halt Ihr Name als Händler zum Beispiel. In meinem Fall trage ich einfach das Wort Händlername ein. Das ist auch an der Stelle für mich vollkommen ausreichend. Danach kommt die, wie gerade angesprochen, diese Länderauswahl. Klicken Sie hier auf Länder hinzufügen, geht ein Fenster auf, womit Sie dann, Moment, das Fenster ist noch drüben, womit Sie dann halt die jeweiligen Länder auch selber auswählen können. In unserem Falle soll die Vorlage greifen innerhalb Deutschlands, heißt, wir setzen den Haken bei Deutschland. Sie können aber auch entsprechend mehrere Auswahlen treffen. Heißt, Sie können auch hier sagen, Österreich zum Beispiel oder die Schweiz oder. Da sind Sie auch komplett freigestellt. Das ist dann Ihre Entscheidung, wohin diese Vorlage alles greifen soll. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie oben oder unten am Fuß der Seite auf den Befehl hinzufügen und die Länder erscheinen hier in der bisherigen Länderauswahl mit Komma getrennt. Wenn Sie nun soweit alles eingetragen haben, die Vorlage auch nach Ihren Wünschen angepasst haben, falls noch nötig, gibt es hier unten den Befehl als länderspezifische Vorlage speichern. Und klicken wir nun auf Speichern, sehen wir, dass wir jetzt verschiedene Vorlagen zur Auswahl haben. Sie können das Ganze auch, wenn Sie möchten, in Eigenregie übersetzen, indem Sie dann hier auf den Befehl klicken, neue Vorlage, geben dann hier einen entsprechenden Bereich ein, zum Beispiel Rechnung US. Und dann entsprechend den Betreff selber ebenfalls wieder auswählen. In dem Fall zum Beispiel Important. Dann entsprechend auch einfach Ihre Rechnung für den jeweiligen Händlernamen. Können dann hier entsprechend noch die Länder ebenfalls auswählen. In dem Fall machen wir das Ganze dann relativ simpel. Die Ländervorlage haben wir hier. Und dann nehmen wir im Prinzip alle EU-Länder außer Deutschland. Klicken wir auf Hinzufügen, ändert sich auch hier sofort die Maske ab. Klicken Sie wiederum auf Speichern. Dann haben wir jetzt hier eine Rechnungsauswahl. Einmal die Vorlage Rechnung Deutschland und einmal US. Und Sie müssten dann halt die Vorlage einmal laden und könnten dann hier auch bei Bedarf die jeweiligen Elemente einfach übersetzen. Heißt, Warensendung übersetzen, den Text hier unten übersetzen, ne, gemäß Ihrer Bestellung und so weiter und so fort. Können Sie das alles in Eigenregie anpassen. Grundsätzlich würde es aber auch erstmal reichen, für die Versand nach Deutschland innerhalb oder halt generell nach Österreich und Co. halt diesen Betreff wichtig einzufügen und dann entsprechende Vorlage einfach so, wie wir es gerade besprochen haben, halt anzulegen und dann halt für den sofortigen Rechnungsversand innerhalb der deutschsprachigen Bereiche das Ganze so anzupassen.
Ich bedanke mich soweit für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Tag. Auf Wiederhören.